Hi, ihr Lieben. So, die letzten Türchen. Ja, es endet hier leider, leider. Aber so ist es nun mal. Obwohl ich habe ja noch ein 25. Türchen von Gabi und Mia. Das kommt dann noch. Aber dann ist es wirklich vorbei. Also mit den Adventskalendern. Weihnachtspost habe ich noch hier von Ina, Swantje und Elisabeth. Das werde ich natürlich dann auch noch mit euch zusammen auspacken. Ne? Das ist ja halt Weihnachtspost. Ja, bevor ich jetzt hier auspacke, wollte ich euch schöne, ja, schöne Festtage wünschen. Auch, ja, auch für die Leute, die kein Weihnachten feiern. Ich wünsche euch trotzdem schöne. Schöne gemütliche Tage. Und ja. Gut, dann fange ich mit Jenny Sun an. Ach ja, da hat sie ja geschrieben, da soll ich nicht so drauf drücken. Was habe ich denn da? Ja, da hat sie gesagt, da soll ich nicht so rumdrücken. Das ist wohl sehr zerbrechlich. Dann mache ich das auch nicht. Gut, dass sie mir das noch gesagt hat, weil ich drücke ja hier schon immer rum wie so eine Wilde. So. Öffne ich das jetzt direkt. Oh, ich bin gespannt. Was ist denn so zerbrechlich? Was ist denn das? Ist das eine Leinwand? Nee, oder? Ich weiß nicht. Toll. Wow. Wo ist denn hier? Wo ist denn da? Ah. Oh, was ist das denn? Oh mein Gott. Also, wo gucke ich denn hier zuerst hin? Oh mein Gott, das ist eine Leinwand und da drauf geklebt noch so eine Verpackung vom Action, wo immer diese Holzteile drin sind. Ich glaube zumindest, dass das so eine Verpackung ist. Oh mein Gott, wie das sind kleine Mini-Bonbons. Kann man die rausholen? Nur halt so, um das mal zu zeigen. Kann man. Oh Gott, ich kann das gar nicht greifen. Und hier ist eine Schoki. Wow. Oh. Guck mal, wie süß. Das gibt's ja wohl nicht. Und hier ist so ein kleiner Lolli. Oh, die Girlande ist auch hübsch. Und, oh Gott, das ist ja der Wahnsinn. Oh. Das? Das ist eine Halloween-Milch. Hier. Flaschen. Das ist auch schön hier mit den Blumen. Oh. Das ist so cool gemacht hier. Was ist das denn? Hier ist ein kleines Büchlein. Es ist so genial. Ich bin gerade völlig hin und weg. Und ich habe gerade so ein
komisches Grinsen auf meinem Gesicht, weil ich schon wieder völlig ja, begeistert bin, was die Jenny immer anstellt. Ach, guck mal, das sehe ich ja erst recht, der Hintergrund. Da ist hier noch so ein Baum. Da ist ein Kürbiskopf noch. Da tropft was runter. Ich weiß nicht, ob man das. Kann man das erkennen? Ich guck mal eben hier auf mein Handy. Ja, das kann man sehen. Oh, ist das nicht der Wahnsinn? Flaschen. Da, der Totenkopf hat da oben noch so ein Grünzeugs. Ha, ist das cool. Und auch das hier. Das klebt alles bombenfest. Richtig cool. Die Box ist auch süß. So eine Essensbox. Ja, ein Cupcake. Oh, ist das schön gemacht. Hier noch mit. Ja, es fühlt sich so nach Samt an. Da läuft auch noch hier was drunter. Und hier. Da klebt noch ein Bonbon. Boah, hier gibt es so viel zu entdecken. Das ist voll cool. Boah, ist das cool. Mega. Und noch die süßen Sticker hier. Schöne Washi. Oh ja. Es ist so interessant. Und hier. Wo hast du denn das her? Das hat sie noch extra so draufgekippt. Was ist denn das? Ja klar, so ein Rahmen, aber wovon ist denn das? Wo hast du das her? Das ist cool. Oh, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Das ist so schön. Das ist so schön. Oh, ich werde mir im Januar, wenn alles gut geht und je nachdem, wie die Regeln sind, sonst wird es halt etwas später, wollte ich mir noch ein IKEA-Regal holen. Oh, ich fühle mich beobachtet von einer BJD. Die guckt mich gerade genau an, wenn ich mich nach links drehe. Nein, ich habe keine Angst vor sowas. Ich finde es halt gerade nur irgendwie lustig. Was wollte ich jetzt sagen? Ach ja, ich wollte ein IKEA-Regal holen. Ich wollte nämlich hier so eine Vitrine austauschen, so eine schmale, die ich hier stehen habe, gegen ein Billigregal. Und da hatte ich mir schon vorgenommen, dass ich da so ein paar Sachen so aufstellen werde da drin. Ja, und das wird wohl auch dahin kommen. Ist das cool. Ja, Jenny, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Das ist der Knüller. Und vor allem diese Friemelarbeit, das dann so alles da rein zu packen und dann noch vorher noch Klebe drauf und hier so kleine Fisselteilchen da noch machen. Die hast du wahrscheinlich auch noch so selber gemacht, oder? Diese kleinen Bonbons hier. Also die da drin. Verrückt. Oh. Ja, sorry, dass ich das jetzt so lange reinhalte, aber ich. Ja, ich muss das halt irgendwie jetzt hier erstmal realisieren. Oh, danke schön. Oh Gott. Warte, ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Ja, ich könnte dich knutschen. Ja, fühl dich geknutscht. Oh Gott. Ah, danke, 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 danke. Puh, oh mein Gott. Okay. Jetzt. Türchen Nummer 23 von der lieben Gabi und Mia. Das ist eine wunderschöne Tüte. Da ist aber jetzt kein Wein drin, oder? Es ist ja, glaube ich, so. Sind das nicht Weintüten? Irgendwas. Was riecht? Kommt das aus der Tüte? Ich habe keine Ahnung. Es ist zugetackert, ne, damit ich ja nicht reinlinsen kann. Frechheit. Oh, das geht leicht auf. Das ist sehr schön. Oh, der Duft kommt von da. Oh, ist das schon wieder in so ein Duschzeugs oder Badezeugs? Oh Gott, ich greife mal ganz vorsichtig rein wegen den Klammern hier. Oh,
Hier ist eine Schneemann-Dose, eine ganz große. Und hier ist noch etwas. Ah, das riecht gut. Huch, war ich das hier? Der Delle? Ich weiß es nicht. Ich nehme erstmal das hier. Oh, das fühlt sich ganz verdächtig nach so einer Tube an. Ist das wieder Duschgel? Oder eine Creme vielleicht? Ah, ich glaube, das riecht auch. Also, da kommt, glaube ich, der Geruch her. Das ist lustig. Ich war kurz davor, mir bei Amazon von, ich glaube, von Kneipp, mir die Handcreme zu kaufen. Ich war kurz davor, auch mit Orange. Oder war das Mandarine, Apfelsine, keine Ahnung. Ja, jetzt brauche ich die nicht mehr holen. Und das, ich möchte das gerne. Schön. Oh, ich liebe diesen Duft. Ah, schön. Ja, ich mache das immer nur hier drauf, weil ich hasse es, Creme in der Innenhandfläche zu haben. Ich mag dieses Gefühl nicht. Ich mache das immer nur oben auf die Hände. Ah, ja, vielen lieben Dank. Das ist super. Aus Orangenschalen. Ach, schön. So. Was ist hier drin? Die Dose ist schon mal zuckersüß mit dem Schneemann. Der hat auch einen Hut auf, den ich ihm jetzt abziehe. Oh, da duftet's. Oh. Oh. Ui, 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 ui. Ach nee. Ist doch nicht wahr. Oh, mega! Ganz viel Orange. Ich werd verrückt. Ja, das ist auch von der Marke wie die Handcreme. Es wird dann genauso riechen. Und von CD. Die Marke kenne ich. Da hatte ich mal so ein Deo von, aber das fand ich jetzt nicht so toll. Das roch so ein bisschen. Ich weiß nicht. Ich kann es nicht beschreiben. Ein gute Laune-Duft. Ob das Deo hier gut riecht. Ja, ich probiere das jetzt aus. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ich bin neugierig. Einen Moment. Na, komm schon. Hallo. Ah. Bisschen. Wie heißt's? Oh Gott. Ich finde gerade das Wort nicht, was ich sagen will. Das riecht aber gut. Oh, jetzt habe ich ein bisschen viel gesprüht. Ah, oh, sehr schön. Vielen, vielen lieben Dank euch. Das ist ja ein richtig tolles Orangenset hier. Oh, jetzt riecht sie richtig schön. Mag natürlich nicht jeder so einen Duft, ne? Aber ich mag das sehr gern. So, dann machen wir weiter mit Türchen Nummer 24. Von der lieben Jenny San. Das tue ich mal eben hier so. Wow, da wackelt's. Oh oh, ist das nichts, was kaputt gehen kann? Ich mach mal einfach jetzt. Ah, auf!
guck. Upsa, was ist denn das hier? Oh mein Gott, Vorsicht. Oh, süß, der Geister. Moment, ich zeige ihn euch gleich. Oh, eine Halloween-Box. So eine riesige Box. Oh, da. Hier der Geist. Hi, kleiner Freund. Oh, eine riesige Halloween-Box. Oh, mega. Jetzt habe ich richtig Lust auf Orangensaft. Oh, Jenny-san. Du hast mir eine Halloween-Box gemacht. Oh, das Papier. Das ist ja süß. Oh, das Band habe ich, glaube ich, auch noch irgendwo rumfliegen. Oder? Oder so ein ähnliches. Ich weiß aber nicht, wo ich es hingepackt habe. Süß. Oh. Das ist ja schön. Und hier die Schleife auch. Ah, das ist so eine coole Box von deinen Medikamenten, ne? Da fand ich ja schon die Aufteilung so cool. Oh, ich habe so eine bekommen. Ah. Und da sehe ich schon wieder was, was ich wieder ganz vergessen hatte. Aus ihrem Shop die Halloween-Klammer. Einen Moment. Da. Ist die nicht schön? Die ist so schön. Mit dem Kürbis. So hübsch hier mit der Spitze. Genau. Ja, sie schrieb mir, ich glaube im letzten Video, dass das ja ganz gut ist, dass ich vergessen habe, was ich mir aus ihrem Shop ausgesucht habe. Dann ist ja noch so die Überraschung da. Ja, das stimmt allerdings. Oh, was sehe ich denn hier? Wow. Eine dicke Katz, die auf dem Rücken liegt. Oh. Guck mal, das, wie sich das Gesicht verändert. Nee. Oh. Hast du denn hier alles reingepackt? Oh, hieran erinnere ich mich auch noch. Das sind doch diese Servietten, die du... Hast du die nochmal her? Vom, waren die jetzt vom Aldi oder vom Real? Oh, so viel hast du mir eingepackt. Boah. Ach ja, das erinnert mich ja wieder daran, was ich machen wollte. Ausprobieren wollte. Oh, das Papier. Kann man das sehen? Ja. Süß. Und was haben wir hier? Eine coole Kürbisbox. Was ist denn da drin? Ach, jo. Da erinnere ich mich auch noch dran. Diese Kürbiskerze hier. Genau, die hast du doch auf dem beim Trödelmarkt gefunden, ne? Da hast du ja so mehrere von gefunden. Ja, das ist wirklich süß. So klein und niedlich. Oh. Ich tue das mal hier zu. Ah ja, oh. Oh, oh mein Gott. Da hatten wir auch schon die Kawaii-Variante mit dem Memo-Zettelchen. Und hier ist die Halloween-Variante. Ah, die hatte ich ja schon bei ihr gekauft, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich das andere auch schon gekauft hatte. Aber ja, das macht ja nichts, das mehrmals da zu haben. Ach, ist das nicht schön? Es ist so schön.
Und was sehe ich denn da? Was sehe ich denn da? Das sind doch die kleinen süßen Holzteilchen, die sie bemalt hat. Oh. Ja. Oh Gott, der Panda hält ein Eis. Und ein Donut. Ach Gott, ist das niedlich. Da. Ha. Oh Gott, ist das schön. Es ist so schön. Ich tue die erstmal hier so. Ich packe die gleich wieder in die Tüte. Der Wahnsinn. Ich glaube, ich hätte da keine Geduld für. Die Box ist echt toll. Und was haben wir hier? Ach, das habe ich auch vergessen. Das darf doch nicht wahr sein. Der Kürbisanhänger. Ist auch sehr schön eingepackt hier. Da, die kleine Fratz. Hallo. Süß. Oh, vielen, vielen lieben Dank. Ja. Da erinnere ich mich noch dran, an das Video, wo sie das gezeigt hatte, wie sie die anmalt. Wie oft sie, also wie viele Schichten sie da gemalt hat, ne? Da dachte ich mir auch, oha, also was für eine Arbeit. Oh, danke schön. Ich tue den erstmal noch hier rein, bevor ich da ein Plätzchen für aussuche. Ach, Jenny-san. Wundervoll. Das tue ich erstmal. Ich tue mal so ein paar Sachen wieder hier rein. Wenn man ein bisschen Platz hat noch. Ja, die Box ist der Knüller. Ah, vielen, vielen lieben Dank. Ah, so. Und jetzt noch das Türchen von Gabi und Mia. Und was haben wir hier? Das sieht mir ganz verdächtig nach einem Schokololli aus. Die Form erinnert mich sehr stark daran. Die Verpackung ist auch sehr, sehr schön. Den Gleckchen. Ja, ein Schokololli, lecker. Njam, 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 njam. Ja, ich habe leider keine mehr gekriegt. Und es gab irgendwie... Wenn mal welche da waren, dann immer die mit Schwarz-Weiß-Schokolade. Aber ich mag lieber diese hier. Ah, vielen, vielen Dank. Lecker, lecker. Da wackelt es auch. Oh, da will ich mal jetzt nicht so viel da herumdrücken und herumwackeln. Ein Karton. Es bleibt noch mal spannend hier. Wow. Schere. So. Wow, was ist denn da drin? Ach, sieh mal eine an. Das schwarze. Es ist das Band. Wie cool ist das denn? Was bei der Box oben drauf ist. Wie cool. Dankeschön. Ja, das ist ja also der Wahnsinn. Ach, guck mal. Solche Sticker habe ich auch vereinzelt in meiner Halloween-Schublade. Und jetzt habe ich noch mehr davon. Ja, die habe ich bisher noch nicht getraut zu benutzen, weil die so schön sind. Das sieht so schön aus mit dieser Holzoptik hier. Oh, süß. Ach,
das sind Tattoos. Ich dachte gerade, das sind Sticker. Ja, lesen, ne? Lesen wäre nicht schlecht. Aber die kann man ja trotzdem so drumherum ausschneiden und dann so aufkleben. Das werde ich auch machen, ne? Oh, die ist ja cool. Was sind die denn? Ach, ich höre einfach auf, danach zu gucken, wo das immer her ist, ne? Sehr süß. Ah, das riecht immer so schön. Das ist noch so ein süßer Sticker. Ah, ich glaube, den habe ich. Oh, Herbst, ja. Meine Lieblingszeit. Jahreszeit. Oh, schön. Ja. Ja, das werde ich natürlich dann nächstes Jahr zu Herbst mir hinstellen. Süß. Was ist das denn hier? Was ist das? Ach, ein Stift? Oh, boah. Wie cool. Boah, mit ganz vielen grimmigen Gesichtern. Gesichter? Gesichtern? Gesichter. Oh Gott. Oh, schön. Der guckt sehr traurig. Oh Mann, was habt ihr hier alles reingepackt? Und hier? Wow, was ist das denn? Hä? Ach nein. Ein Kissenbezug mit Licht. Jetzt bräuchte ich mal Batterien. Ich suche mal irgendwelche. Tada! Das ist ja auch cool. Richtig schön dann so zu Halloween, ne? Oh ja. Das habe ich, also auf so eine Idee wäre ich ja auch nie gekommen, ne? Da ist nämlich hier so ein kleines Tischchen, da kommt das dann rein und hier sind die Lämpchen befestigt. Richtig cool. Das gefällt mir, das ist cool. Oh, ich mach mal kurz Licht. Licht wieder an. So. Puh, meine Güte. So viel hier drin. Ah, hier ist noch eine Dings-Anleitung. Puh, meine Güte, ihr Verrückten. Ja, das war Türchen Nummer 24. Und somit das letzte. Das tue ich auch mal kurz hier mit rein. Ihr Lieben, ich danke euch ganz, 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 ganz dolle für diesen, ja, für diese wunderschönen Kalender. Also, ich habe wirklich jeden Tag genossen. Ich hab mich immer sehr gefreut. Ich hoffe, ihr auch. Und euch gefallen auch die ganzen Sachen, die ich euch eingepackt habe. Ja, also wirklich ganz, ganz toll. Ach ja. Jetzt bin ich ein bisschen traurig, dass es vorbei ist. Ja, ich weiß, ich wiederhole mich. Aber ja, ist halt nun mal so. Ja. Ja, vielen, vielen lieben Dank euch. Das hat mir echt sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja. Puh. Ja, ich werde dann gleich zu meiner Mutter gebracht. Da gibt es ein lecker Essen und dann wird gespielt mit den Kindern und ja, machen wir uns einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr lasst es euch auch gut gehen und ja, könnt die Tage irgendwie genießen, so ein bisschen. Ja, gut, dann war's das jetzt. Okay, es folgt ja noch ein Türchen 25 von der Gabi und Mia. Aber jetzt so normal, ne, ist jetzt erstmal hier Ende dem normalen Adventskalender. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen zu sagen. Ich hoffe nicht. Ja, wie gesagt, ne, vielen lieben Dank euch für alles. Alles, alles, alles. Und ja, fühlt euch mal gedrückt von mir. Ihr alle. Okay, dann würde ich sagen, wie immer, bis zum nächsten Video.